Also wir sind hier in einem Baudenkmal in der Humboldtstraße. Das Baudenkmal wurde 1913 erbaut und wer 1913 hört, denkt natürlich an die beste und schönste Zeit unseres Landes, bevor der Niedergang anfing. Im Grunde genommen kann man sagen, auch der Krieg, der ab 14 erbrannte und wie Karl Kraus sagte, die letzten Tage der Menschheit darstellt. Dieser Krieg dauert im Grunde genommen, wenn wir das scharf überlegen, bis heute an, in verschiedenen Formen, so sehe ich das jedenfalls. Was soll es nicht interessieren? Denn wir sind ja heute da, um die... Entschuldigung, meine Stimme, das ist immer fürchterlich in der letzten Zeit. Um die Zimmerbühne Chemnitz einzubauen, das ist eine Geschichte. Ja, da werde ich oft gefragt von meinen Freundinnen, die ich in Hagen habe, wo ich eigentlich herkomme, von meinen alten Freundinnen, diese drei Stück sind das, sind zusammen 200 Jahre alt, also so alt wie ich im Schnitt, 66. Die fragen immer, warum bist du denn in die Ostzone gegangen? Ja, weil die DDR besser. Weil ich Karl Marx Stadt kannte schon von früher, wo natürlich auch die Immobilienpreise niedrig sind, muss ich sagen. Aber diese Menschen im Westen, die sind eben so, die stecken, wenn die nächstes Jahr kommen, stecken wir bestimmt einen Westkaffee zu. Die glauben immer, wir wären im Tal der Ahnungslosen, dabei sind sie es heute. Also wie es als Westbürger. Denn es ist ja unfassbar, was man da erlebt. So, was machen wir also hier? Toilette ist da vorne links, habt ihr vielleicht schon gesehen. Der Raum kann runtergehen, auf den Hof, aber jetzt bitte nicht mal ein paar Minuten. Und dann haben wir auch noch Bücher, zum Beispiel Schallplatten, CDs, die wir verschiedene Leute hergestellt haben. Und, achso, was ich noch sagen wollte, zu DDR, schaut mal her. Billie Holiday, Bing Crosby, Nat King Cole, gab es alles in der DDR. Da sagt der Bernd Rump, der gleich kommt, den könnt ihr ja auf die Nase hauen. Da sagt er, ja, aber einmal nur. Ja, stimmt nicht. Nur einmal, da konnte jeder haben, wer das wollte. Im Grunde genommen. Hans Albers, DDR-Produktion. Ja, ganz Busch sowieso, das ist klar. Als DDR-Produktion. Und diese DDR-Produktion könnt ihr auch da vorne kaufen, für 10 Cent, die Schallplatten, die da drin waren, zum Teil. Denn die habe ich geschenkt bekommen. Die will ich jetzt gar nicht großartig haben, wollte nur die Platten hüllen haben. So, damit ich ja nicht so viel reden muss, denn ich kann kaum noch reden. Heute haben wir drei Künstler, die auftreten. Das ist einmal Jan Zorn-King, das ist der Shootingstar aus Sachsen, aus Dresden konkret. Für mich der beste Liedermacher, den wir im Moment haben, der aber boykottiert wird von den großen Medien, das ist ja leider klar. Dann kommt der Bernd Rump, da sage ich gleich noch was zu, und Franz von Pomritz, der kommt voll mit Bernd Rump, sowas, das hat sich geändert heute. Also fangen wir an mit Jan. Komm her. Heute ist es zu schwer. Das sind auch Brüder, das hast du ja. Das habe ich schon. Deiner Zimmerbühne dein Lieblingslied spielen wir jetzt. Und zwar heißt es Menschen wie ihr. Das ist ein Dank an Menschen wie ihr. Ich hoffe, ich darf ihr zu ihnen sagen. Und ja, es ist ein Dankeschön an alle Menschen, die doch auf ihre eigenen Gedanken vertrauen und ihren Weg gehen, auch wenn es manchmal schwer und steinig ist. Schön unter Menschen zu sein, die sich nicht hinter Masken verstecken, die ihre Seele nicht mitständig wechseln, in Fratzen und Floskeln verdecken. Menschen, die immerfort in ihren Augen ein fröhliches Funkeln tragen. Menschen wie euch schaue ich gern ins Gesicht und ich lausche dem, was sie sagen. Mancher sagt, alles ist traurig, mancher sagt, alles wird schlimmer, mancher sagt, wir sind
zu wenig, doch ich sag, für ein kleines Fest reicht es immer. Es ist so schön, unter Menschen zu sein, die den Speichel der Fürsten nicht lecken, die für die eigenen Gedanken bereit sind, bei anderen anzuecken. Menschen, die gegen die Schwerkraft der Mehrheit bestehen und Häme ertragen. Menschen, wie ihr seid, es wie mich auf bessere Zeiten zu hoffen wagen. Mancher sagt, alles ist traurig. Mancher sagt, alles wird schlimmer. Mancher sagt, wir sind zu wenig, doch ich sag, für ein kleines Fest reicht es immer. Es ist so schön, unter Menschen zu sein, die sich nicht nach Nachrichten richten. Die prüfen, fragen und zweifeln, verzweifeln, die rätseln und spinnen und dichten. Menschen, die irren und dennoch allmählich die Berge der Wahrheit erklimmen. Menschen wie ihr, die bei eisigen Winden gegen die Strömung schwimmen. Mancher sagt, alles ist traurig. Mancher sagt, alles wird schlimmer. Mancher sagt, wir sind zu wenig, doch ich sag, für ein kleines Fest reicht es immer. Es ist so schön, unter Menschen zu sein, die sich und die Welt feiern können. Menschen, die in Freude treibend lang bleiben, will ich möglichst viele kennen. Menschen, die still und bescheiden ihr Leben, ehrlich und herzlich leben. Menschen wie ihr, lasst uns ganz unbescheiden auf unser Glas erheben. Oder die Flasche, falls ihr nichts anderes da habt. Mancher sagt, alles ist traurig. Mancher sagt, alles wird schlimmer. Mancher sagt, wir sind zu wenig, doch ich sag, für ein kleines Fest reicht es immer. Für ein kleines Fest reicht es immer. Oder für eine kleine Wohnungseinweihungsparty reicht es immer. So, hier, jetzt dann. Der Jan kommt ja gleich nochmal wieder. Ist das eine Drohung? Was? Das ist doch schweigen. So. Also, unser Programm ist ja weniger Kabarett als Vaudeville im Grunde genommen. Das kennt ihr als Begriff Vaudeville. Da gab es Leute, die machen irgendwas und keiner weiß eigentlich warum. Das hat der Jan auch damals im Sachsenfernsehen gesagt. Ich weiß gar nicht, was ich da soll bei der Tanja Krien, aber ich mache das schon irgendwie. Ne? Und so lief es dann auch. Also bei uns fehlt im Grunde nur ein Feuerschlucker oder ein Trapezkünstler. Ja. Das geht das alles. So. Könnte er ja. Wir haben ja einen Hund da, vielleicht kleine Doktoren. Ja, das ist da, der macht das auch schon. Der schläft. Oh, ja. Ja, heute sind bald Plätze nur noch frei geblieben, weil sind doch eine ganze Reihe Leute durch Krankheit ausgefallen. Unsere Irene hat es gerade noch geschafft, aber die ist auf einer Basis und hart im Leben. Ja, ohne Impfen schafft sie das alles. Ja, dann wollte ich eigentlich einen Gag machen. Also wenn das zu voll gewesen wäre, hätte ich gesagt, aber unsere Ricarda Lang, die kommt ja nicht. Insofern haben wir kein Problem mit der Statik. Wollte ich aber nicht machen, dann mache ich auch nicht. Abgeraten mache ich auch nicht. Also, jetzt. Wir werden dich nicht verraten. Nee, ja, Quatsch. Außerdem, gegen Dick sein ist ja gar nichts einzuwenden, aber man ist ja kein Moralapostel. Ne? Deswegen habe ich mit denen hier hingestellt. Das war ein guter Dicker damals. Und der hat auch über sich selbst gelacht. Kann man drauf. Ne? Jetzt singe ich ein ganz kleines Liedchen, bevor der Franz von Pomerz kommt. Weil im Moment geht es mir auch nicht so gut, ich schleppe mich im Moment mehr durch die Gegend. Das ist dadurch nicht nur mit dem Tod meines Mannes zu tun, sondern auch mit meiner schlechten Verfassung wegen meines Unfalls, den ich mal hatte.
Aber dann komme ich dann nach Hause manchmal des Tages oder des Nachts. Wie die Mutter Beimlein. Kennen Sie die Mutter Beimlein? Oder kennt ihr die Mutter Beimlein? Das Lied will ich mal ganz kurz vortragen. Ich hoffe, es klappt. Also, ich hinke wirklich immer ein bisschen. Mutter Beimlein hat ein Holzbein, damit kann sie ganz gut gehen. Um in einem Schuh und wenn wir brav sind, dürfen wir das Holzbein sehen. In dem Bein da ist ein Nagel und da hängt sie den Hausschlüssel dran, dass sie ihn, wenn sie vom Wirtshaus heimkommt, auch im Dunkeln finden kann. Wenn Mutter Beimlein auf den Strich geht und sie bringt einen Freier nach Haus, dreht sie das Elektrische, bevor sie aufschließt, auf dem Treppenabsatz aus. Das war das kleine Liedchen von Bertolt Brecht. So, und jetzt kommt noch der Franz von Pomeritz. Also Franz von Pomnitz, das ist einer, dessen Vorfahren, die haben sich so vor 800 Jahren das erste Mal versammelt sozusagen, stammen von einem Vandalen ab. Das ist eigentlich recht feinsinnig. Und der Franz, der guckt schon wieder so blöd, ob ich jetzt irgendwas Schlimmes sage. Nein, ist nicht. Der Franz, der hat viele schöne Sachen gemacht. Der war im Knabenchor bei den Dresdner Kursianern. Und der hat mit Kurt Masur gewerkelt. Der hat mit Erwin Boots von den Comedian Harmonists noch gespielt. Eine Boyband gegründet nochmal. Und so weiter. Und außerdem hat er sich einen Namen gemacht, die Kirchenlieder und vieles mehr. Kirchenmusik. Deswegen begrüße ich mit mir bitte Franz von Pomnitz. Und die Orgel da eingeweiht. Das Klavier, das hat noch geklappt. Das Volk ist dumm. Das macht der Kohl. Er bläst nur unterm Schutze. Den Kopf hingegen lässt er hohl. So herrscht im Reich, ich sag's zum Wohl. Politisches Gefurze. Das ist jetzt nicht von mir, sondern von einem Kollegen, der im 13. Jahrhundert starb. 1230, Walter von der Vogelweide, und der zog als freischaffender Kirchenbürger, Quatsch, als freischaffender Künstler durch die Gegend. Und er kam natürlich auch mal nach Sachsen, also hier zu uns, also nicht gerade nach Chemnitz, aber nach Meißen. Und da sagte er folgendermaßen: Im Dienst des Herrn von Meißen durfte ich mich oft zerreißen, wie kärglich hat er mir's gedacht. Was soll ich viel beschönen, ständ es bei mir zu krönen, zum König hätt ich ihn gemacht. Vergönnte er mir ein Gewinst, erwiese ich ihm manchen Dienst, könnt Schaden hintertreiben. Doch hat er nicht so viel Verstand, dass er mir bietet Lohn und Hand, da lässt das eben bleiben. Oft ist verdorben, was man nicht erworben. Der Meißner soll sich hüten, den Schaden mir vergüten. Mein Dienst, den schreibe ich in den Rauch. Mein Lob soll er mir zahlen, wenn er in meinen Strahlen sich sonnt, besonne er mich auch. Lob ich ihn, so lob er mich, und alles andere werde ich ihm erlassen. Will er sich nicht zum Lob bequemen, werde ich mein Lob mir wiedernehmen am Hof und auf den Gassen. Lang habe ich's geduldet, zahl er, was er mir schuldet. Das passierte aber nicht. Walter zog weiter, und zwar zum Schwiegervater desjenigen, den er gerade so schmählich verunglimpft hatte. Und das stimmt wirklich, es stand die Wahl dieses Markgrafen von Meißen, Dietrich, der Bedrängte war das. Sein Sohn war dann Heinrich der Erlauchte, der war auch Minnesänger. Jedenfalls, das Jahr Dietrich hat also scheinbar nicht ordentlich bezahlt, und da ging Walter dann nach Eisenach, also Thüringen, zu Herrn Ramelow gewissermaßen. Und erzählte dort: Ich zähle nun zu Landgraf Hermanns Hausgenossen, den nur den Edelsten zu dienen, bin ich fest entschlossen. Die anderen Fürsten geben gerne auch, doch er gibt regelmäßig, gab und gibt. Das ist viel mehr, denn er will uns alle Zeit die Not bestreiten, lässt sich nicht von seiner Laune leiten. Wer heute groß tut, aber morgen geizt wie eh und je, sein Ruhm,
ergrünt und welkt wie Frühlingsklee. Thüringens Blüten leuchten durch den Schnee. Ewig blüht sein Ruhm wie in den alten Zeiten. Nun könnte man geklatscht werden, ja. Na los! Ja, natürlich ist es so, so, man ist so befangen. 200 Jahre später, ein anderer Kollege, 1431 geboren, in dem Jahr wurde die Jungfrau von Orléans, tja, leider verbrannt, aber dafür konnte der Kollege nichts. Jedenfalls, was sagte der? Vor vollen Schüsseln muss ich hungers sterben. Am heißen Ofen friere ich mich zu Tod. Wohin ich greife, fallen nichts als Scherben. Bis zu den Zähnen geht mir schon der Kot. Und wenn ich lache, habe ich geweint. Und wenn ich weine, bin ich froh, dass mir zuweilen auch die Sonne scheint. Als könnte ich im Leben ebenso zerknirscht wie in der Kirche niederknien. Ich, überall verehrt und angespien. Nichts scheint mir sicherer als das nie Gewisse. Nichts sonnenklarer als die schwarze Nacht. Nur das ist mein, was ich getrost vermisse. Und was ich liebte, habe ich umgebracht. Selbst wenn ich denke, dass ich schon gestern war, bin ich erst heute Abend zugereist. Von meinem Schädel ist das letzte Haar zu einem blanken Mond vereist. Ich habe kaum ein Feigenblatt, es anzuziehen. Ich, überall verehrt und angespient. Ich habe dennoch so viel Mut zu hoffen, dass mir sehr bald die ganze Welt gehört. Und stehen mir alle Türen offen, schlag ich sie zu, weil es mich stört, dass ich aus goldenen Schüsseln fressen soll. Ich bin in Unglück bis zum Halse voll, die Würmer sind schon toll nach meinem Bauch und bleibe unter dem Holunderstrauch, auf den noch nie ein Stern herunterschien. François Villon, verehrt und angespien. Sing a lied, wenn du mal traurig bist, sing a lied, wenn ich kein Mädel küsst, sing a lied, wenn du mal
man leicht vergisst. Tralala, 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 tralala. Kommst du zu spät zum Stell dich ein und deine Braut ist fort. Das soll dir kein Ärger sein, sage kein böses Wort. Schreib deine Wirtin dir per Brief, dass du jetzt zahlen musst. Hänge nie den Kopf zu tief oder nur unbewusst. Jedenfalls bleibe gut gelaunt, sei ihm aufgekratzt. Lache und zeig nicht erstaunt, wenn dir auch der Kragen platzt. Sing ein Lied, wenn du mal traurig bist. Sing ein Lied, wenn dich der Virus küsst. Sing ein Lied, weil du dein Leid vergisst. Sing ein Lied, dann lacht der Sonnenschein. Sing ein Lied und du bist nicht allein. Sing ein Lied, wenn du bist glücklich selbst. Wenn auch die Leute sagen, ob der nichts anders kann, musst du als Antwort sagen, nun, zum Trotz, fang ich nochmal von vorne an. Sing ein Lied, wenn du mal traurig bist, sing ein Lied, wenn dich kein Mädel küsst, sing ein Lied, damit du leicht vergisst. Tralalala, tralalala, tralalala. Ich kann ein, das Licht ist das Licht, alles ist auf See und auf
Jährlichen und oben auf dem Deck lacht der Klappautermann. Guten Morgen, Mr. X, guten Morgen, Kapitän. Na, da wollen wir mal schauen. So was hab ich noch nicht gesehen. Irgendwie steht das Schiff, wir sind auf dem Schiff und es sieht so aus wie ein Gespensterschiff. Irgendwas hebt uns an, die Luft ist wie ein Vulkan und wir zappeln über'm Wasser und wir halten die Segel an. Weil's nicht vorwärts und nicht mehr rückwärts geht, ganz egal, ob man Gas gibt oder auf der Bremse steht. Ganz egal, welchen Gang man und was auch immer nimmt, ja, jetzt sind sie nicht so da, wie an dem Mast gefällt. Holei, holei, keine Aussicht ist auf dich. Holei, holei, gekommen bin ich dann. Holei, holei, die Segel sind zerfetzt. Und oben auf dem Dach sitzt der Klabautermann. Hilfe oben, jetzt nur nach unten geht. Und kein Beten hilft und auch kein Rettungspaket. Und wir sind weit draußen, draußen auf dem Meer. Und wir finden keine und wir sind die letzten Zeugen, finden leider kein Gehör. Was wünschen Sie sich? Gleich ein jüngstes Gericht. Na, was auch immer. Ja, doch lasst bloß nach. Nicht. Holei, holei, keine Aussicht, selbst was ich. Holei, holei, gekommen werde ich dann. Und da oben auf dem Deck sitzt der Klabautermann. Das Verhältnis hier zwischen Gitarre und Gesang stimmt. Das erste Lied ist ein politisches Lied und es ist aber nicht von mir. Im Grunde, zumindest der Refrain ist nicht von mir. Es ist von diesem Mann da oben, ein kleines bisschen über dem Schrank wohnt der. Ernst Busch und die Tanja ist, glaube ich, Mitglied oder sogar ein führendes Mitglied der Ernst Busch Gesellschaft. Deswegen habe ich mich entschieden, dieses Lied zu spielen und diejenigen, die mich kennen, kennen wahrscheinlich dieses Lied noch nicht. Ich habe es jüngst aufgenommen zusammen mit meinem Leib- und Magen-Pianisten Olli, Dr. Olli von Nimzig. Und das will ich jetzt Tanja mal vorstellen, aber wo ist sie denn? Tanja! Ja! Komm mal her! Oh. Ja, doch, das spiele ich jetzt wirklich nur, also ich spiele es für alle, aber speziell für dich, denn es ist ein Lied von Ernst Busch und ich habe hier direkt den Refrain belassen und es ist ein politisches Lied, ein geopolitisches Lied. Mögen Sie mir doch verzeihen, ich muss mir ein paar Noten leihen, denn Herr Busch, es ist so ernst und hochbrisant. Was sie sang vor 70 Jahren, leider hat sich nichts getan. Und noch immer rufen wir durch Deutschland. Go home, Ami, Ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sag gut bei dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Und ich denke an Rammstein, wobei ich die Rockband nicht mein. Eine Erbis gießt auf deutschem Boden Blut. Warum steht das Hauptquartier für deine Kriege gerade hier? Schluss damit, lass uns mit diesem Schutz in Ruhe. Go home, Ami, Ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sag gut bei dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Endlich wären wir souverän, würdest du nach Hause gehen. Hütte rot und pack auch die Raketen ein. Heimat ist ein schöner Ort, der Russe ist schon lange dort. Freundschaft ja, aber Fremdbestimmung, danke nein. Go home, Ami, Ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sag gut bei dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein.
Wir verzichten gern auf das riesengroße Pulverfass, das du hier in unserem Land errichtet hast. Wenn du deinen Kurs nicht stoppst, gehen wir als Erste hops. Time to say goodbye für unseren letzten Gast. Go home, Army, Army, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sag goodbye dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Ja, Herr Busch, ich hab's nur nachgespielt und ich wurde ein klein wenig in unsere Zeit reingebracht. Ein aktuelles Lied zum aktuellen politischen Zeitgeschehen ist folgendes. Von Frau Johanna von Kuchian, also auch eine örtliche Franz. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann, das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann, wie schön, dass er über den Job nicht klagen kann. Ich bin Frau Lindner und Christian heißt mein Mann. Die paar Finanzen sind doch halb so wild, sagt mein Mann, was für die Schulden ganz genauso gilt. Sagt mein Mann, wie sich der Steuerzahler da beschweren kann, ist ihm ein Rätsel, sagt mein Mann. Wenn das mein Mann sagt, stimmt's haargenau. Er ist Minister und ich bin seine Frau. Ein bisschen tricksen ist doch kein Problem, sagt mein Mann, hin und her schieben schafft man ganz bequem. Sagt mein Mann, wie ein Verfassungsrichter daran zweifeln kann, nicht zu fassen, sagt mein Mann. Wenn das mein Mann sagt, stimmt's haargenau. Herr Christian Lindner und ich bin seine Frau. Und dass er niemals wirklich Ärger kriegt, sagt mein Mann, wenn ihm der Haushalt um die Ohren fliegt. Sagt mein Mann, weil er zur Not den Haushalt einfach sperren kann. Er ist so clever, sagt mein Mann. Und in der wirklich allergrößten Not, sagt mein Mann, wenn's mit dem Haushalt schief zu gehen droht, sagt mein Mann, kann er bei uns zu Haus als Arbeitsloser dann den Haushalt machen, sagt mein Mann. Ja, Frau Lindner, eigentlich heißt sie nicht Frau Lindner, sondern irgendeinen anderen Namen, er hat sich den Namen nicht ändern lassen bei der Hochzeit. Weihnachten ist ran. Ein paar Weihnachtslieder habe ich wieder in unsere Zeit gebracht, in die aktuelle Weihnachtszeit. Unter anderem das Folkelied und ich will niemandem zu nahe treten, aber manche könnten eben halt durchaus schon in der DDR gelebt haben und dieses Lied kennen hier von Frank Schöbel und seiner Familie. Und heute könnte das ungefähr so klingen. Weihnachten in Familie, Zoff, den ich kommen seh. Denn unser Sohn wählt Grüne und Oma AfD. Antifa. Ja, vielen Dank. Ein Wirtschaftsforscher namens Georg Friedrich Händel spricht über die inflationären Tendenzen in unserer Zeit. Inflation.
Nation freut uns nicht. Preise steigen unabänderlich. Glühwein und Bratwurst teuer wie noch nie. Ganz zu schweigen von der Energie. Inflation freut uns nicht. Klagen laut und üben den Verzicht. Georg Friedrich Händel. Und jetzt wird es ganz still um eine Person, die in letzter Zeit ja, Schlagzeilen gemacht hat. Vielleicht kennt sie jemand. Jill, Jill, Jill. Um Jill wird es nun ziemlich still. Weil plötzlich kaum noch einer Jill Ofarim singen hören will. Jill, 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 um Jill wird es nun ziemlich still. Oh ja, ich in der Bildzeitung stand heute, dass er eine neue Frisur hat, um nicht mehr erkannt zu werden. So, und jetzt ein Lied zum Thema Wetter. So, kannst du erstmal rangehen, ich warte. Sagen Klimauntergangsverkünder, bei uns gibt's nie mehr weiße Winter. Möcht ich zu Gott in den Himmel schreien, lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Die letzte Generation erlebet, dass Leim auf Eis nun mal nicht klebet. Lieber Gott, leg die Göhren rein. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Und da kommt schon der Faktencheck. Seine These, die hat ihren Charme. Denn sie haben jetzt aufgedeckt. Der Schnee, der ist viel zu warm. Lass sie vor Kälte und vor Panik zittern. Lass sie alle eiskalt schlittern. In eine kleine Eiszeit rein. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Lass es schneien, lass es schneien.